Lukas Cordalis, 55, und Daniela Katzenberger, 35, haben einen Pakt geschlossen. Eigentlich sollte der Schlagersänger bereits in der vergangenen Ausgabe vom Dschungelcamp antreten. Doch kurz vor seinem Einzug ist er krank geworden und musste absagen, somit ist er damals umsonst bis nach Südafrika gereist. Ein kleiner Trost. Stattdessen soll der Sohn von Costa Cordalis, römisches Kreuz 75, in der kommenden Staffel dabei sein. Sollte Lukas gewinnen und Dschungelkönig werden, muss seine Frau sich im Gegenzug einer anderen Challenge stellen? Promiflash plauderte mit den Reality-TV-Stars über seine eventuelle Dschungelcamp-Teilnahme. Wenn er Dschungel gewinnt, dann muss ich zu Let's Dance, betonte Dani dabei scherzhaft. Lukas fand die Idee jedoch großartig. Na, das ist doch eine coole Wette, komm her, entgegnete er seiner Frau mit ausgestreckter Hand. Daraufhin schlugen die zwei tatsächlich ein. Doch kurz nachdem der Pakt besiegelt war, fiel der Kultblondine ein, ei, das sind 3 Monate, ne? Dann kriegst du 3 Monate nichts gekocht. Für ihren Gatten ein No-Go? Boah nee, dann nehme ich's zurück, witzelte der Musiker. Apropos Let's Dance, auch hier soll Lukas kommendes Jahr angeblich sein Glück versuchen. Das berichtete zumindest Bild Anfang 2022. Der Vertrag mit dem 54-Jährigen soll sogar schon stehen. Was glaubt ihr, wer sich in der knallharten Tanzshow besser schlagen würde, Dani oder Lukas? Stimmt ab.